Genau, Leute. Ja. Auf jeden Fall sehr krass, eure Feedbacks, eure DMs. Ja, zu diesem Thema. Also das ist auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit und all die Posts, die ich gepostet habe, wie ihr darauf reagiert habt, sehr krass. Die Reposts, DMs und alles sehr, sehr krass. Und ja, man, dafür würde ich mich einfach nochmal bedanken. Wir starten mit der ersten Folge. Ich habe hier meine Schwester am Start. Ja, ich will gar nicht viel reden. Ich hole sie einfach rein. Und dann starten wir mit der Folge. Let's go. Death to my best friend away, yeah. You was my joy, you was my strength. You was my joy, you was my strength. You gave me motivation. Now no. Ja, Mann. Ich habe heute meine Schwester hier am Start. Ja, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja? Ready for the shit. Cheers. Cheers, erstmal. Leo. Ja, du hast ja einige Sachen bestimmt schon gesehen. Ich habe dir auch einige Sachen schon privat im Vorhinein schon so gezeigt. Was sagst du zu der ganzen Sache? Also erstmal Respekt an dich, dass du mit dem ganzen Thema überhaupt, dass du das mir so erzählt hast, wie du dir das alles vorgestellt hast und dass es wirklich eine gute Zusammensetzung ist und es wird auch was mega Großes werden, weil das ist, ich sag zu der Situation sowieso immer, dass es was ganz Persönliches ist und über den Tod von unserem Vater ist das no joke. Ne? Also das ist was, was mir sehr am Herzen liegt und ja, also auf jeden Fall Respekt, dass du mit so einer Idee angekommen bist. Und ja. Ja, ich habe zu Hause, habe ich, glaube ich, Feuer gelegt, ja. Also ja. Ich habe es dir erzählt, ich habe es Mama erzählt, also deswegen alles, was ich hier gerade mache, ist nicht, dass ich einfach so das mache. Ich habe das auch in meiner Familie auch gesagt, denen auch das mitgeteilt, dass ich das vorhabe und fand aber auch positiv, wie ihr alle reagiert habt. Also wie ihr mir geholfen habt, wie ihr auch gesagt habt, ey, wir wollen dabei sein, auch Mama, die auch ganz am Ende dabei sein wird in der ganzen Sache. Und auch du, die schon den Talk mit George gesagt hat, ey, du willst auch dazu nochmal was sagen, auch deine Sicht, weißt du, deine Perspektive auch nochmal so zeigen und sagen und erzählen, so wie es dir in der Situation geht. Aber für die Leute, die dich nicht kennen, erzähl mal so, wer du bist. So, ich heiße Diandra, bin 25 Jahre alt, ich bin die jüngere Schwester von Derek Amaro. Ich bin nicht die ältere, ich bin die jüngere Schwester. Ich bin in der Pflege tätig und ja, I'm just a young girl trying to make it out here. Nice, nice, nice. Guck mal, wo soll ich überhaupt anfangen? Es gibt sehr viele Sachen, worüber wir reden können. Ich glaube, so ein Gespräch wie diesen haben wir noch nie privat auch geführt. Was für mich, sage ich mal persönlich, sehr, sehr krass ist. Weil ich auch nicht weiß, was du jetzt gleich alles sagst. Auf die Fragen, die ich dir stelle und das Gespräch, wie das dementsprechend so verlaufen wird. Weiß ja nicht, was von dir kommen wird. Deswegen ist für mich auch nochmal was, wenn man sagen, raw, ohne Geschnitte, ohne irgendwas gefiltert oder was auch immer. Und die erste Frage, die ich dich fragen will, die meisten Leute kennen ja die Geschichte von meinem Vater, wie er gestorben ist, was alles davor passiert ist, die ganzen Hintergrundsachen und alles. Wie war es für dich als mein Vater, also unser Vater dementsprechend in Ghana war und ihr den Anruf bekommen habt, dass mein Vater irgendwie krank ist oder unser Vater krank ist? Ich kann mich erinnern, dass ich in der Zeit zu Hause war mit unserer Mama. Ja, ich war ja damals bei meinem Cousin. Genau. Und ich sag mal, unsere Mutter hat versucht, sage ich jetzt mal, weil wir waren ja alle noch jung, sie hat versucht, uns das ein bisschen zu süß zu reden, sage ich jetzt mal. Hat es ein bisschen verspielt, aber auf einer guten
Naja, du hast schon, wir wissen, wie ghanesische Eltern sind, ne? Wenn was ist, dann dieses und so, ne? Also ich wusste schon, dass was passiert, aber... Ich wusste nicht, was genau. Genau. Was, ich wusste nicht, was genau jetzt gerade in Ghana abging, aber so gut ich mich jetzt noch erinnern kann, weiß ich, dass was passiert ist, aber es wurde nicht im Detail... Also meine Mutter, also unsere Mutter hat uns jetzt nicht gesagt, also mir gesagt, weil du warst ja in der Zeit auch nicht daheim. Also ich kann mich gut erinnern, dass Mama eigentlich nur gesagt, also ich weiß, dass sie geschrien hat und ich denke mal aus Angst und sie war nervös und sie wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Was und als genau kleines ist. Kind denkst du dir dann einfach nur so, ja Mama, was ist denn los? Aber deine Mutter wird dir jetzt ganz bestimmt nicht erzählen, was gerade am Telefon dir alles gesagt wird. Ne? Also ich kann mich gut erinnern, dass es eine Sache ist, die in dem Moment nicht einfach für meine Mutter war. Ich war noch jung, ich konnte das jetzt nicht wirklich gut verarbeiten, was da abging in dem Moment. Aber ich wusste, dass was passiert. Das ist, ja, und das nicht gut war. Genau. Ja, das war auch das, was ich... so gemerkt habe, nachdem ich den Anruf bekommen habe von Mama, dass ich nach Hause kommen soll, habe ich ja auch gemerkt, dass irgendwas los ist, weil man hat so einen Anruf noch nie bekommen. Ja. So, und als ich dann nach Hause gekommen bin, hast du natürlich auch so Sachen gehört, was so, also du kennst ja afrikanische Eltern, die telefonieren und dann kriegst du auch was mit, was die sagen und so. Und das hat man auch alles mitbekommen. Also ich glaube, du hast ja wahrscheinlich auch alles so mitbekommen zu Hause, dass man da... irgendwie so Gespräche gelauscht hat und wissen wollte, auch neugierig war, was genau passiert ist. Ja. So. Und also ich kann mich nur erinnern, dass ich danach auch viele Sachen gehört habe, aber nicht wirklich das Ganze zuordnen konnte. So. Und wie war das so für dich, als er dann von Ghana zurückgekommen ist? Wie hast du ihn erlebt? Weil ich hab ihn jetzt so jetzt erzählt, wie ich es erlebt habe. Wie hast du das erlebt? Also... ich weiß in den jungen Jahren, wie mein Vater war. Und in den letzten Wochen war er sehr... er ist sowieso ein lebensfreudiger Mensch, aber das war noch war sehr übertrieben. Ne? Also ich kann mich erinnern, dass er uns auch zu McDonald's gefahren ist. Das sind so Sachen, die wir eigentlich auch so machen, aber nur an speziellen Tagen. Aber das war eher so, man hat gemerkt, also in den jungen Jahren ist es ja eher so, ja, mein Vater, wir fahren jetzt zu McDonald's. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist froh, du kriegst jetzt deinen Burger, deine Pommes, deine Cola oder was. Aber das war jetzt so im Nachhinein merkt man, dass das war schon deep, ne? Also so wie er auch reagiert hat, in jeder Kleinigkeit war das viel herzlicher und das ist das Wort, herzlicher. Da hat schon viel hintergesteckt. Ja. Ne? Also damals. Ja, ich habe ja erzählt, die persönliche Erfahrung, die ich da gemacht habe, als er von Ghana gekommen ist. Ich war ja mit ihm alleine zu Hause und diesen Film haben wir ja letztes Mal, habe ich dir gezeigt, dass ich gesagt habe, ey, genau diesen Film habe ich geguckt, als er von Ghana gekommen ist. Ich habe mich so gefreut und war erschrocken, weil ich den Film damals nicht gecheckt habe. Weil es war so ein komischer Film. Und dann habe ich ihn vor ein paar Tagen sogar noch gefunden, nachdem ich komplett das ganze Haus so nach Dinge gesucht habe und so. Und das war das, was ich mich immer erinnern kann. Und natürlich auch, dass er mich dann auch zum Fußball gefahren hat und so mich da abgeholt hat, beziehungsweise hingefahren hat, wie dann da... sag ich mal, die Stunden da verbracht hat, er mich nach Hause gefahren hat und so. Und das war alles viel, viel herzlicher. Und man hat im Nachhinein, wenn du überlegst, denkst du, okay, er wusste, dass er bald geht und sozusagen die letzten Stunden oder letzten Wochen nochmal mit uns verbringen wollte. So. Ja. So war das so für mich so im Nachhinein so. Ja. Genau. So, guck mal, du hast mich ja, ich habe ja auch erzählt, du hast mich von der Schule abgeholt, beziehungsweise du bist ja in meinen Klassenraum reingegangen und hast geklopft. Erzähl mal, wie war das von deiner Sicht und von deiner Perspektive? Weil ich kann nur das sagen, dass du geklopft hast und ich bin rausgegangen und dann sind wir zusammen dahin gegangen. Aber wie war es bei dir? Also ich kann mich erinnern, wir waren im Unterricht, ne? Also es war am Laufen und auf einmal hat geklopft an der Tür
Und da war damals die Dame von unserem Sekretariat und meinte, ja, wir müssen die Diandra mal rausholen. Ne? Und natürlich wusstest du, was zu Hause abgeht, aber du warst natürlich der Hoffnung, dass die Person, die jetzt gerade klopft, dass sie mit guten Nachrichten kommt. Ne? Und auf jeden Fall hat die Dame mich dann rausgerufen und ja, wir sind dann zu dir in die Klasse. Und da, ja, genau, wie du gesagt hast, habe ich an der Tür geklopft. Ne? Und ja, hast mich dann rausgeholt, dann sind wir gemeinsam. Dann rausgerufen. Und dann sind wir alle gemeinsam ins Sekretariat. Und da stand auch schon die Polizei. Aber also ich kann jetzt von mir nur sprechen. Ich habe jetzt in dem Moment eigentlich nur gedacht, dass die kommen jetzt mit einer guten Nachricht. Ne? Mhm. Genau, lass ich mal da stehen. Weil mit einer guten Nachricht, weil davor ist ja auch noch Sachen passiert. So, und der ist dann von Ghana gekommen und dann war der Punkt, wo er dann von zu Hause gegangen ist. So, wie hast du das Ganze so erlebt? Bevor wir wieder an das kommen, wo du gerade stehen geblieben bist. Also das Letzte, an was ich mich noch klar erinnern kann, ist, dass mein Vater meine Mutter von der Arbeit abgeholt hat, was eigentlich auch nicht so gang und gäbe ist, weil meine Mutter nach der Arbeit alleine nach Hause kommt. Ja, ja. Und mein Vater nach der Arbeit mit... Also das ist... Meine Mutter kommt nach Hause, mein Vater kommt nach Hause und wir sind alle dann daheim und dann ist auch gut. Ne? Ja. Auf jeden Fall hat mein Vater, unser Vater, unsere Mutter von der Arbeit abgeholt und ich kann mich noch gut erinnern, dass wir alle, also in der Zeit waren wir schon zu Hause. Das heißt, Derek und ich, wir waren daheim. Und das Einzige, an was ich mich erinnern kann, noch richtig gut, ist, dass mein Vater in das Wohnzimmer reinkam. Derek und ich waren am Fernseher schauen noch. Und er in die Luft geschaut hat und hat uns gefragt, warum wir unser Schlafanzug anhaben. Ich meine, wir haben 8 Ur. Es ist langsam Zeit, schlafen zu gehen. Ne? Und dein Vater kommt rein und fragt, so ins Leere rein, warum habt ihr euer Schlafanzug an? Und ab dahin habe ich mich selbst gefragt, Papa, was ist los? Ne? Und dann, das war's. Dann hast du nichts mehr im Kopf. Dann weiß ich, ne, dass er dann gegangen ist. Und das war, also das ist das einzige Bild, wo ich noch bis heute weiß, er ist ins Wohnzimmer reingekommen, hat sich gefragt, warum wir unser Schlafanzug anhaben und wieso es hier so dunkel ist. Ne? Also wenn jemand zu dir sagt, es ist... Eine Sache ist, was wir hier gerade erzählen, geht mehr ins Spirituelle. Also wenn du an Gott glaubst, und weißt, wie diese Welt gebaut ist, dann kannst du dich ein bisschen mit uns, sage ich jetzt mal, also kannst du uns verstehen. Und in dem Moment, wo unser Vater gesagt hat, dass der Raum dunkel ist, also ich meine, das sind so Sachen, die du als Kind, ich war 8 Jahre alt, hast du nicht verstanden, aber nach Jahren und so älter, wie du jetzt bist, ne, verstehst du, dass er hat den Tod gesehen. Na, er wusste, dass er die Welt verlässt, aber in der Zeit, du warst 8 Jahre alt, du warst 9 Jahre, woher willst du wissen, was dein Vater jetzt hier gerade meint? Ne? Es ist dunkel, ja, Licht ist an, was meinst du? Ja. Ja. Kommen wir mal wieder zurück zu diesem Thema, wo wir in der Schule waren. Ja, du bist ja zu mir gekommen, ins Klassenraum, also ich kann mich noch ganz genau erinnern, das habe ich auch in dem Video gesagt, dass du bist reingekommen. Und ich kann mich eigentlich ganz genau erinnern, dass in dem Moment, als du reingekommen bist, mein Lehrer oder meine Lehrerin damals, es war alles so komisch, die
normalerweise, wenn jemand reinkommt, die macht immer DD. Also die macht immer, ey, was ist los, warum störst du den Unterricht und so. Aber in dem Moment, als du reingekommen bist, war die so freundlich, so, geh, so, kannst gehen. Ich gehe so, jeder guckt mich an, wir sind dann gemeinsam zum Sekretariat gegangen und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass, ich kann es nur von meiner Perspektive sagen, dass ich dann Leute gesehen habe mit Uniform, wie du dann gesagt hast, waren Polizisten. Ich kann mich dann, genau, das waren so Kranken, also ich kann mich erinnern von Kranken, dass sie so Krankenschwestern waren mit Uniform und oder wie nennt man die, oder Polizist, keine Ahnung. Also ich kann mich, am Ende des Tages kann ich mich erinnern, dass wir im Krankenwagen saßen. Wir saßen, ich glaube nicht, oder war meine Erinnerung falsch? Wrong. Weil diesen Aspekt habe ich noch im Kopf, wie als ob das gestern war. Mhm. Weil die Leute, die im Sekretariat waren, die wussten ganz genau, auf was sie sich jetzt hier einlassen. Die müssen, ja, einem, die müssen zwei Kindern erzählen, dass der Vater wurde gefunden, aber nicht lebend. Das heißt, dieser Film geht niemals aus meinem Kopf. Und ich weiß genau, dasselbe ist auch, das wird dir auch niemals aus dem Kopf gehen. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir dann ins Sekretariat rein sind und es war ein ganz großer Tisch. Ey, wir müssen mal vorstellen, wir sind 8, 9 Jahre alt, gell? Also. Ich kann mich nur in die Lage hineinsetzen von den Polizisten, weil es waren Polizisten und es waren die Dame, die da im Sekretariat arbeitet damals, ne? Also wenn ich mir das jetzt alles im Kopf abspiele, weiß ich, wie hart es damals für sie gewesen war, uns das zu erzählen. Uns oder einfach zu erzählen. Mhm. Weil sowas hast du damals nicht jeden Tag gehört. Klar. Das sind ja klar. Ne? Mhm. Die Mutter ist ja nicht da. Normalerweise, wenn immer irgendwas ist, du rufst die Eltern an und so und die kommen und dann, weißt du? Ja. Mhm. Und genau, wir sind dann rein, ne? Und saßen. Und ich meine, damals hab ich nicht so gedacht, wie ich jetzt denke. Ne? Mhm. Ja, klar. Wir saßen dort und dann weiß ich nur, dass die Polizisten uns so angeguckt haben und uns dann erzählt haben, ja, die haben uns das so ein bisschen schön geredet, wir haben euren Vater gefunden, aber die schlechte Nachricht. Ja, genau, wenn du gerade das ansprichst, das kann ich mich noch erinnern. Als die gesagt haben, ja, die schlechte Nachricht, also einmal eine gute Nachricht, einmal eine schlechte Nachricht, so auf den. Genau, das kann ich noch ganz genau erinnern. Und dann sind wir, ja, ich weiß noch, wie ich mich da gefühlt habe, ich habe einfach nichts gecheckt. Wir haben. Ich dachte, okay, ich hatte nur an die gute Nachricht gedacht. Okay, ich gehe jetzt nach Hause und. Und Papa ist da, ne? Ja. Und dann. Das nächste, was sie gesagt haben, ja. Wir haben euren Vater gefunden, aber leider nicht lebend. Und ich glaube, in dem Moment habe ich mir gedacht, okay. Du hast auch nicht gecheckt. Weil, was, man hat das nicht realisiert, ne? Okay. Ja, was jetzt? Was jetzt, ist jetzt hieß es, zurück ins Klassenraum, Ranzen, ne? Mhm. Damals waren es keine Taschen, ne? Ja, Rucksäcke oder Rucksäcke oder so. Es war Scott. Ranzen nehmen und ne, wir sind dann jeweils zurück in unseren Klassenraum, haben unseren Ranzen genommen. Ich kann mich noch erinnern, als ich zurück ins Klassenraum gegangen bin, ich kann mich noch ganz genau erinnern, gerade wo du das ansprichst. Ich damals, Shoutout an Josef, hieß er, und Nancy heißt die, das ist dann dementsprechend in die war auch dann in der EGS-Schule mit mir, die war damals auch da. Die haben mich dann beide so angeguckt. Ja. So, like, was ist passiert? Und Josef war damals mein Nachbar. Ich habe mich gefragt, ja, was ist los? Was ist passiert? Und, so. Ich habe dann einfach Gleiche, was du jetzt gerade gesagt hast. In der Klasse dann jeder so, was ist los? Was ist los? So, mich haben Leute angucken, da bin ich einfach mein Ranzen genommen und ich bin raus. Genau. Raus, ne? Und dann hat auch die Polizei uns nach Hause gefahren. Und das, da, ab dem Punkt. Ich habe es bis zu dem Punkt nicht richtig realisiert, weil das war, du bist 8 Jahre alt, du denkst nicht an solche Sachen, du denkst dir einfach nur, ja,
hoffentlich kommt unser Vater wieder zurück und wir sind alle wieder glücklich. Ne? So auf den, der ist irgendwo in Urlaub und der kommt wieder zurück, so mäßig. Yeah. Und dann hat die Polizei uns dann wieder, ne, also was heißt wieder, die hat uns nach Hause gefahren. Mhm. Dann hast du schon die Stimmen und das Weinen gehört von draußen. Und also die Bilder krass, einfach so beide mit Rucksack, kommen nach Hause an. Und ich weiß, dass eine von den Polizisten uns ins Wohnzimmer gebracht hat und im Wohnzimmer war Menschenmenge. Mhm. Ne? Und ich weiß, dass in dem Moment hatte ich meine Mutter kurz angeguckt. Mhm. Und dann, ne, hat sie uns gesehen und dann war es vorbei. Also alle Leute, die uns dann gesehen haben, das war dann nochmal so Double Sorrow. Das war dann nochmal so ein Doppeldruck, wo die dann nochmal los... Ne? Mhm. Und das war dann war vorbei und dann haben die Polizisten uns ins Kinderzimmer, if I can remember, ins Kinderzimmer gebracht und dann, aber uns hat, in dem Moment hat die Polizei hat versucht, uns das gut zu verkaufen, aber hat nichts. Also hat, wenn du afrikanischen Haushalt, wenn ihr müsst verstehen, so das ist, es ist alles so dramatisiert, so übertrieben. Übertrieben. So Leute, die nicht weinen, weinen trotzdem. Ja. Leute schreien, like, da merkst du einfach, irgendwas ist passiert. Und das merkst du als kleines Kind auch, dass irgendwas los ist. Auch wenn du es nicht gecheckt hast, auch wenn du nicht gemerkt hast, ey, dein Vater ist jetzt gone. Mhm. Du merkst, irgendwas Schlimmes ist passiert. Einfach, wenn du siehst, deine Mutter ist am Weinen, du siehst, die Leute sind da, du siehst Wohnzimmer komplett voll mit Menschen. Und wir hatten in dem Moment, glaube ich, nicht mal 2-3 Uhr, glaube ich. Wir hatten da, ich glaube, es waren die ersten 2-3 Stunden, die wir hatten danach, die wir nach Hause gekommen. Das heißt, wir waren da so 11-12 Uhr, waren wir dann wieder zu Hause. So, und in der Zeit waren dann so viele Leute da. Ja. Und war schon krass, war schon für mich persönlich, das zu sehen. So an dem Moment, wo ich zu Hause war, Shoutout an Henry zum Beispiel, der hat mir auch eine Sache erzählt, die... der Leroy ihn erzählt hat, Shoutout an Leroy, die habe ich auch komplett nicht mehr im Kopf, also daran kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich zu Leroy damals gesagt habe, so ey, ich gehe jetzt zu meinem Vater. Und dann bin ich gegangen und dann habe ich mich umgedreht und habe ich gesagt so, ah doch, er ist nicht mehr da. So an das kann ich mich nicht erinnern, das, was er mir erzählt hat, ich kann mich an das gar nicht erinnern. Was zu Hause abgegangen ist, ich kann mich an das nicht erinnern. So, ich glaube, das war so dieser Riss, so an das, was ich mich nicht mehr erinnern kann. Ich kann mich nur erinnern, dass wir dann zu Tante Amma gegangen sind. Shoutout an Tante Amma, die uns da wirklich... Auntie Melinda. Die UK. Die damals hier in Deutschland gelebt hat. Die hat uns... Die hat auf uns aufgepasst. Und die war eine zweite Mutter, ja. Die war wie eine... Also Tante Melinda, es war wie eine zweite Mutter. In der Zeit hat sie wirklich... jede Zeit, die sie frei hatte, hat sie an uns ausgegeben. Also bis heute bin ich ihr noch dankbar. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, sage ich ihr, Tante Melinda, Dankeschön, because das wird nicht jeder machen. Die hat uns da, als wir angekommen sind, wir waren ein paar Stunden da und dann sofort sind wir zu ihr gegangen und seitdem waren wir dann bei ihr. Wir waren bei ihr. Bis zur Beerdigung waren wir bei ihr, auch danach waren wir bei ihr. Ja, also... schon krass. Wie war das denn für dich beerdigungsmäßig? Wo ich gerade jetzt Beerdigung angesprochen habe. So, erzähl mal bei dir. Weil für mich war das ein krasser Moment, dass ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Auch immer, wenn ich mir die Fotos angucke, auch wenn ich uns beide angucke. So, dass das ist immer ein Moment, wo ich immer so wo mir immer Tränen fließen, weil es einfach, wenn man einfach jetzt so merkt, nach 17, 20, was ich was, merkt man einfach, dass. Ja, dass man voll jung war einfach. Man war übertrieben jung. Also, an der Beerdigung, wie gesagt, 8 Jahre, du realisierst nicht viel. Das, was ich jetzt alles erzähle, ist eher so im Nachhinein. Du weißt, dass das wirklich alles mit dir passiert ist. Du guckst dir die Bilder an, du guckst dir die Videos an, du weißt, okay, das ist wirklich mit mir passiert. Aber natürlich hast du dann auch den Flashback und du weißt schon, dass du in der Situation warst, aber still, mit 8, you're a child.
Ne? Also ich weiß, dass ich habe die Leiche von meinem Vater gesehen. Es ist bei uns üblich, als letzten Respekt, dass du je nachdem, ne, dass du die Leiche siehst. Und bei uns, also bei unserem Vater war das so, dass die Leiche öffentlich gelegen hat und jeder die Chance hatte, die Leiche zu sehen. Und es war an dem Tag, der Friedhof war voll. Der Friedhof war voll, weil es war der jüngste in dem Zeitraum, der jüngste Mann, der gestorben ist. Es ist noch nie sowas passiert. Also war das für die Wiesbadener Community, das war und auf jeden Fall, wer meinen Vater kennt, der unseren Vater kennt, weiß, worüber wir gerade sprechen. Also einer der Jüngsten, der ein so lebensfreudiger Mensch war, wo immer er auch hingegangen ist. It was always a vibe. It was always a vibe. And Friedhof war voll. Der Friedhof war voll und Leute haben getraut. Und ich kann mich erinnern, dass in dem Moment, wo wir die Chance hatten, den Leichnam von unserem Vater zu sehen. Also ich kann mich jetzt nur noch an mich erinnern. Tante Melinda hatte mich in den Arm und sie hat versucht, durch die Menschenmenge einfach dazwischen zu kommen, dass ich einfach meinen Vater noch zum letzten Mal sehe. Mhm. Ne? Und ich danke meiner Mutter, dass sie uns einfach die Chance gegeben hat, uns von unserem Vater zu verabschieden, weil das wird nicht jeder machen. Mhm. Jeder würde denken, ja, okay, seid noch zu jung, um sowas zu sehen. Aber ich danke meiner Mutter bis heute noch, dass sie uns einfach die Chance gegeben hat, unseren Vater in jeglicher Art und Weise, wie er auch da lag. Und ich weiß, mein Vater lag friedlich, obwohl auch das, was mit ihm passiert ist, das kann man sich nicht vorstellen, aber mein Vater lag friedlich. Und in dem Moment, wo ich ihn gesehen habe, war das eher, ja, es war wie ein Schock. Und in dem Moment habe ich erst realisiert, yo, ja, du hast keinen Vater mehr. Ne? Und dann ist nochmal, du hast die Leute im Hintergrund, die nochmal trauern und weinen. Und dann siehst du deinen Vater leblos einfach da und du denkst dir, was geht gerade ab? Mhm. Ne? Ja, für mich war das persönlich auch. Und die Beerdigung war für mich so der Höhepunkt von allem. So, weil man muss überlegen, wir haben mit 8, 9 Jahren von einem Zeitraum von, glaube ich, ungefähr so 2, 3 Wochen Sachen erlebt, die glaube ich, noch nie jemand erlebt hat oder vielleicht schon erlebt hat, aber sich vielleicht nicht vorstellen kann, wie wir uns da gefühlt haben. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber in diesen 2, 3 Wochen, da musst du überlegen, Vater ist von zu Hause gegangen. Er stand in der Zeitung, du hast wirklich gesehen, dass diese Person, die Person ist nicht da. Ja, dann warte kurz, danach siehst du noch, Polizei kommt auch zu uns nach Hause und macht meine Mutter macht eine Vermisstenanzeige, die Fragen und so weiter und so fort. Danach, du bist zu Hause, du kannst nicht schlafen. So, wir haben ja noch in einem Zimmer, waren wir noch im Hochbett, kann ich noch erinnern. So, und die Tür war auf, du hattest Angst, weil du wusstest ja nicht, was auf dich zukommt, dass da vielleicht irgendjemand klopft oder, keine Ahnung, du weißt ja nicht, weil jeden Moment ist irgendjemand am Reden, meine Mutter, Telefon, dieses, was ich erklärt habe, Samsung, dieses Klingelt und du wusstest sofort, direkt, dieser Klingelton, ja, du wusstest, es ist Papa deswegen, ruft an, ja, aber das waren ein paar Minuten, ja, und dann wo er mit Mama geredet hat und dann war es so dieses aufgelegt. Das heißt, also du hast nur im Hintergrund gehört, dass, ja, Papa ruft an, wir rennen in Wohnzimmer, Mama fragt, wo bist du? Bam, aufgelegt. So. Ja. Und dann müsst ihr einfach vorstellen und dann kommt die Beerdigung und wie gesagt, ich kann mich immer an den Gang, seit heutigen diesen Tag, wenn ich in den Friedhof reingehe und diesen Weg laufe, habe ich immer Flashbacks an dem Zeitraum, wo Tante Amma, Tante Belinda uns genommen hat, wieder hingelaufen sind,
zu der Kirche diesen Weg. Wenn ihr, keine Ahnung, Biebricher, die Leute aus Wiesbaden, Biebricher Friedhof, da ist so ein langer Weg und dann seht ihr irgendwann diese Gebäude. Und diesen Weg habe ich immer in meiner Erinnerung, weil das ist so, du wusstest, dein Vater wird jetzt beerdigt. So. Und dann kommst du in den Raum rein und siehst einfach so die Leiche. Und das ist deine erste Leiche, die du siehst in deinem Leben. Und so startest du dein Leben so. So mit diesem Gefühl und mit diesen Leuten, die weinen und die trauern und die was verloren haben. Du siehst deine Mutter auch. Es ist ja nicht so, dass du blind bist. Du siehst ja alles. Like, du bist ja in einem Alter, wo du auch Sachen siehst, wo du alles aufnimmst, weißt du? Ja. So bei dir war es ja wahrscheinlich auch. Du hast alles aufgenommen. Du hast vielleicht nicht gecheckt, aber du hast alles aufgenommen. Links, rechts, alles aufgenommen. Ja. Und für mich war das Krasses und darüber will ich auch nochmal mit dir reden. Wie war das dann so im Nachhinein, als du dann nach der Beerdigung, als du dann die Bilder gesehen hast, wie du da standest, Sand sozusagen geschaufelt hast, in den Grab reingeworfen hast, diese ganzen Bilder, wie war das denn so für dich? Weil ich weiß, ich kann mich noch erinnern, ich war der allererste von dem Haus, von uns, der das anguckt hat und ich weiß, dass du gekommen bist und das hast du auch angeguckt. Dann standen wir da und haben dann so geweint die ganze Zeit, bis der Mama gekommen und sagte, ja, was macht ihr da? Und dann auch mitgeguckt hat und dann auch angefangen hat zu weinen, das weiß ich noch ganz genau. Wie war das für dich? In dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, habe ich realisiert, dass ich für das ganze Leben, mein Leben lang, ich werde keinen Vater mehr haben. Mhm. Ich werde Erinnerungen haben, aber ich werde keinen mehr haben, der mir sagt, die andere macht das aus einer Männerperspektive. Mhm. Ne? Und natürlich als Frau, du wirst heiraten. Mhm. Du brauchst in manchen Dingen auch schon einen Mann, der dir sagt, wo es lang geht. Ne? Mhm. Und in dem Moment habe ich realisiert, das gibt es nicht mehr. Mhm. Ja. Und es ist hart, weil du siehst Familien draußen mit Vätern. Ich meine, unser Zuhause war immer, we were a happy family, ne? Und natürlich, wenn du zurückblickst, denkst du dir einfach nur so, warum? Mhm. Aber ja. Hat sich das dann auch bei dir, sag ich mal, so in Wut umgewandelt? In Wut nicht, aber... Also, dass du dann, sag ich mal, damit die Leute das verstehen, weil du einfach dann einen Vater verloren hast, wo du auch dann viel... Also, ihr kennt meine Perspektive und ich kann euch sagen, die Perspektive, die ich habe, vieles kann sie auch sagen, aber wenn jetzt nicht alles nochmal aufziehen, weil ich weiß, dass ich und meine Schwester, wir waren... In dem Zeitpunkt waren wir immer zusammen. Like, wir haben... Like, der einzigste von uns war mein kleiner Bruder, der war mit meiner Mutter. Aber ich und meine Schwester waren die ganze Zeit zusammen. Das heißt, alles, was wir gehört und gesehen haben, kann ich sagen, es war gleich, oder? Ja. So. Und deswegen kann ich sagen, dass es auch für mich persönlich, wie du auch gerade gesagt hast, das für mich schon in Wut umgewandelt hat, weil ich auch viele Sachen gehört habe und diese Wut, mit dieser Wut bin ich aufgewachsen, kann ich sagen. Und das als eine männliche Person, weil ich einfach, wie du auch gerade angesprochen hast, sehe, wie Leute mit Vätern aufwachsen. Und ich selber habe ja die ganze Zeit Fußball gespielt. Das heißt, ich sehe immer, die Väter sind beim Sportplatz so und wenn ich nach Hause komme, ich bin sauer, ich bin wütend, ich bin traurig, ich bin ruhig. Ich rede mit euch gar nicht, weil ich einfach jeden Tag sehe, wie Väter am Trainingsground stehen und mit dem Kind zum Fußballfeld kommen, zurück und dann komme ich nach Hause. Ich bin alleine so. Ich werde von einem Vater abgeholt und fahre mit dem Sohn zum Sportplatz. So. Und das mein Leben lang, aber seit ich jung war, immer das Gleiche. So. Und klar komme ich nach Hause und ich bin sauer und ich bin wütend und frage mich so, warum habt ihr, und dann höre ich diese ganzen Sachen und denke mir so, ey, ganz ehrlich, warum habt ihr meinen Vater rausgenommen aus dem Leben?
Egal, wie man, ob man es spirituell, ob man das, I don't give a fuck. Weil am Ende des Tages, ihr habt jemanden genommen, weil mein Vater sein Tod, ich weiß es, war kein normaler Tod. Ich kann zu 100% sagen, Gott hat, es war nicht Gott, der ihn gerufen hat mit diesem Tod, Gott, wie er gestorben ist. 100%. So, für mich war es eine Wut, die sich, sogar wenn ich jetzt darüber rede, ich werde wütend, weil ihr habt einfach jemanden genommen, den ich jetzt genau jetzt in meiner Seite gebraucht hätte, um einfach im Leben, sag ich mal, klarzukommen. So klar, ich bin so froh, wie ich jetzt geworden bin und was ich alles mache und so. Aber ich glaube, wenn ich meinen Vater noch dabei, ich glaube, ich wäre auf einem ganz anderen Level. Mhm. So, weil ich weiß, was mein Vater für mich gemacht hat. Ich weiß, wo ich jung war, wenn ich die Bilder angucke, was er für mich gemacht hat, wie ich war und all diese ganzen Sachen bei dir, ja, bestimmt ebenfalls so. So, und das war für mich eine Wut. So. Und dann siehst du halt Mama aufwachsen mit 3 Kindern, nicht mal 10. So. Nicht mal 15, nix. So kleine Kinder und sie muss alles alleine machen und du hörst Sachen, Stories, dies, das. Und du denkst dir einfach nur so, ey, am liebsten würde ich irgendwas machen, was nicht gut ist. So, mit dieser Wut bin ich aufgewachsen. So. Und das habt ihr auch wahrscheinlich auch zu Hause erlebt. Kannst du ja bestimmt auch, sag ich mal so, bezeugen, so, weißt du? Weil ich war ratlos. Nicht ratlos so, aber ich war so verwirrt, weil ich nicht wusste, wie mein Leben weitergehen wird. So auch, als ich dann noch älter, ich wusste nicht, wo mich das Ganze hinführt. Ja. So. Kann ich ja bei dir bestimmt. Deswegen habe ich gefragt, so, wie war das dann für dich? Bist du in Wut aufgewachsen oder war das so für dich so, ja? Für mich war das eine Zeit, 15, 16, war eine Zeit für mich, wo ich das Nachtleben, ne? Mhm. Dann eher entdeckt das. Ja, that's the word. Da habe ich das Nachtleben entdeckt. Because ich habe mir gedacht, aber das Gefühl, was ich in mir habe, ich muss es einfach freien Lauf geben. Also einfach, man wird es nicht verstehen, aber ich wusste, was ich in dem Zeitblick, was ich mache. Und ich wollte einfach raus. Ich wollte dieses Freedom einfach, I'm out there. Mhm. Solange meine Mutter weiß, was ich mache, ist mir das egal. Mhm. Na? Und weil viele haben mich, viele fragen, also viele, aber einige fragen mich dann immer so, was hast du in der Zeit dann deiner Schwester gesagt? Ich habe dann gesagt, ich habe meiner Schwester gar nichts gesagt. Weil erstens, ich war mit mir selber beschäftigt. Wir waren alle mit uns selber beschäftigt. Yeah. Because we were all fighting our own battles. Ja, yeah, like, das ist das. I was out there living my best life, like you would say today. I was living my best life at 15. Ja, yeah, das ist kein Spaß. Yeah. Aber so habe ich, sag ich jetzt mal meine, es hört sich blöd an, aber so habe ich meine Trauer innerlich ein bisschen so überwindet. Ne? Mm. Und solange ich wusste, dass meine Mutter weiß, wo ich bin, ist mir der Rest eigentlich egal. Ja, ja. Ja, mit dieser Einstellung, war ich auch mein Leben lang. Ja, also, so, ja. Whoever you are, wenn du meine Mutter anrufst und sagst, ey, Mingo Deandre, Europalace, das ist mir egal. Meine Mutter weiß, wo ich bin. Ne? Und so habe ich so ein bisschen, was heißt ein bisschen, das war so meine Zone. Mhm. Raus, egal was für Trauer ich in mir habe, ich bin einfach da draußen, ich kann die ein bisschen Aber was hast du dann daraus gelernt? Also hast du nicht irgendwann einen Moment gemerkt, dass es doch nicht der richtige Weg ist? Nee, es ist nicht der richtige Weg. Es war damals nicht der richtige Weg. Mhm. Aber es hat mir in dem Moment, hat es mir einfach geholfen. Mhm. Ne? Es hat mir geholfen, aber es war, ich sag jetzt mal, jeder in dem Leben, wo wir leben, there are some lessons that you need to learn. Mhm. Ne? Also es ist jetzt keine Sache, wo ich jetzt sagen kann, oh mein Gott, ich schäme mich jetzt irgendwie dafür, dass ich mit 15 feiern war oder mit, ne? Das sind so Sachen, das sind einfach, brauchst du deine Erfahrung und dann weißt du, dass, ne, du hast es mal gemacht und so ist es. Ne? Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen kann, ich irgendwie, also, dass ich das jetzt I regret it, oder
Weil für mich persönlich in der Phase, als ich schon erwachsen war, für mich, kennst mich, du weißt ja, bei also, mir war Fußball komplett. Ja. Also ich war ja nie zu, ich war ja wie, das war ich ja nie zu Hause. Fußball hat mich, was das angeht, ich glaube, da habe ich alles, glaube ich, rausgelassen. Also dadurch, dass ich beschäftigt war, ja, hat mich von alles, glaube ich, rausgeholt. Also als ein Junge, ich kann, also ja, ja, keine Ahnung, verstehst du wahrscheinlich, was ich meine? So, es hat mich rausgeholt von allem Negativen. Ich hatte auch Freunde gehabt, die in einer ganz anderen Richtung gegangen sind. Du weißt selber, Blücherschule, IGS, Castell, diese Gesamtschule und so, da waren schon Leute dabei, ja, die waren nicht ohne, sag ich mal so, auch generell in der Blücherschule. Also IGS war schon ein bisschen normal so, okay, aber in der Blücherschule weiß ich, dass da waren Leute dabei, die, mit denen ich auch befreundet war, die nicht ohne waren. Und ich weiß, in der Zeit, wo ich dann keinen Vater hatte und meine Mutter auch nicht diesen Fokus jetzt auf uns hatte, sondern eher auch mit der Trauer mit sich selber, so, weiß ich, dass ich Fußball hatte. So, was mich abgelenkt hat, wo ich jedes Mal ins Training gegangen bin, nach Hause gekommen bin, Essen gemacht wurde, meine Mutter Essen gemacht hat, gewaschen hat und so weiter und so fort. Aber uns auch beigebracht hat, gewisse Sachen selber zu machen, weil sie auch selber hustlen musste, selber Geld nach Hause bringen musste, selber das Leben weiterführen musste, was meine Mutter und mein Vater zusammengeführt haben. Weißt du, was ich meine? Und deswegen war für mich dann eine Sache, die ich dann auch natürlich gesehen habe, aber mir war das dann, von meiner Sicht war das dann so, ich habe Fußball und all die Sorgen, die ich habe, die vergesse ich, wenn ich Fußball spiele. So. Und je erwachsener ich geworden bin, wurde es ja dann auch immer mehr besser. Also ging es dann in Richtung Profi und dann war ich bei Wien 4 bis 5 Jahre und dann hatte ich ja jeden Tag Training und so und war dann auch nicht so oft zu Hause. So, du hast ja viele Sachen dann auch miterlebt, so, was ich nicht miterlebt habe. So. Und für mich war das dann so eine Sache, die ich dann immer nur so gehört habe, so nebenbei, so, aber ich war dann immer so fokussiert auf Fußball. Und deswegen war für mich so diese Trauer, die habe ich gar nicht so an mich rankommen lassen. So, deswegen siehst du erst seit 17 Jahren, dass ich über das überhaupt rede. So, weil ich erst jetzt das Ganze so weißt du, zulasse. Das habe ich davor, so, man war für mich immer so, ja, das gehört dazu. So, es wird immer totgeschwiegen. Sachen werden, du kriegst Sachen gehört, wird totgeschwiegen, du sagst dazu nichts. Aber für mich war das immer so, ich habe alles gesaugt und ich weiß, bei dir wahrscheinlich dann auch. Bei mir war es immer, ich habe alles gesaugt. Und du hast dann wahrscheinlich zu Hause auch gemerkt, dass oftmals ich dann ausgerastet bin, die Bombe geplatzt ist, weil ich vieles immer in, auch die Wut, die ich generell schon hatte über diesen Tod oder noch andere Sachen, ich habe viele in mir reingelassen und wenn dann geplatzt ist, bin ich geplatzt. So, und so hat dann, so war es die ganze Zeit, bis dann unsere Mutter dann zu mir gesagt hat, ey, hör mal zu, so. Und die Worte, die Mama immer zu mir gesagt hat, war auch immer, also, wie nennt man das? Erinnere dich an die Worte, die Papa zu dir gesagt hat. So. Immer. Wenn irgendwas war, immer die Worte. Und das zu, bis zu diesem heutigen Tag, diese Stimme, diesen Satz, den werde ich nie in meinem Leben vergessen, weil die Stimme immer rechts und links in meinen Ohren reinkommt. So. Ja. Ich hab's ja selbst gehört. Ne? Mhm. Ich weiß, das ist auch ein Abschnitt, den ich nicht vergessen werde, dass meine Mutter, unsere Mutter, dir das Telefon gegeben hat. Mhm. Und ich dann nebendran. Mhm. Mein Papa dir gesagt hat, nicht mir, aber dir gesagt hat, pass auf deine Mutter auf. Mhm. Na? Und ich, wenn jemand, der schon von sich aus weiß, er wird nicht mehr in dieser Welt sein, ne, dir sagt, dass du auf deine Mutter aufpassen sollst, das ist schon etwas, womit man nicht spielen sollte. Mhm. Weil die aber Person hat sich schon was dabei gedacht. Mhm. Weil für mich, weil du der erstgeborene Sohn bist. Na, natürlich wird man das so denken, gerade in unserer Community vom Ghana. Der Erstgeborene, ne, hat immer die Macht. Aber wenn, egal in welcher Situation es ist, wenn jemand dir sagt, bevor er stirbt, pass auf so und so, ne?
pass auf diese Person auf, dann ist es schon eine Situation, mit der braucht man nicht zu spaßen. Ne? Das sind solche Sachen, wo man sich schon das ganze Leben lang im Klaren sein sollte, dass you gotta do what you gotta do. Because das war der letzte... Warte, aber dieser Satz hat mir auch sehr viel Druck gemacht. Natürlich würde er den Druck machen, weil du es bist. Es ist immer einfacher so gesagt zu sagen, okay, ey, wo man sagt, ja, man muss genau dazuhören, aber es war eine Sache, die mir sehr persönlich sehr viel Druck gegeben hat. Verstehst du, was ich meine? Weil ich bin 9 Jahre, am Anfang, du checkst es ja nicht mal. Bis zu einem gewissen Alter checkst du es gar nicht mal. Du bist mit dir selber beschäftigt, mit deinen ganzen Emotionen und so und du kriegst es immer wieder gesagt. Du hast ja die Stimme immer wieder in deinen Kopf. So. Und für mich, sag ich mal, als ich erwachsen dann geworden bin, war, like, ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Verstehst du? Ja. Weil ich wusste, ich hatte nur mein, like, so viele Sachen haben sich so in mir gestaut, dass ich das, was mein Vater mir gesagt hat, eigentlich den Ziel, diese nichts vor Augen hatte. Weil es war alles, sag ich mal, in dem Moment viel zu viel für mich. Ja. So. Und deswegen hast du mich oftmals gesehen, ich rede mit niemandem, ich mache meine eigenen Sachen, ich rede nicht. So. Hm. Erst so in den letzten Jahren bin ich mehr so zur Familie gekommen. Verstehst du, was ich meine? Und das war ein Prozess für mich. Ein Riesenprozess für mich. Und ich denke mal, für dich war es ja ähnlich so am Anfang. Ich würde dazu sagen, dass in den, in den Teenage-Alter, natürlich hat man da mehrere Fragen. Ne? Mhm. Und ich war sowieso eine Person von klein auf. Like, I knew mein Vater war jemand, der offen ist. Mhm. Und ich weiß, wenn unser Vater jetzt noch am Leben wäre, weiß ich, dass egal was ist, wenn Fragen hätte, ich kann zu ihm hingehen und er wird die mir beantworten. Ja, ja. Ne? Mhm. So, in dem Moment habe ich mir einfach nur, ich wusste schon damals, dass ich ein offenes Verhältnis habe mit unserer Mutter, sorry. Mhm. Aber das kam erst dann im Teenage-Alter. Ne? Mhm. Natürlich, als Frau, da sind viele Sachen, die klar, du dich dann Pubertät und solche Sachen, da hast du viele Fragen und natürlich ist dann deine Mutter die beste Ansprechpartnerin. Mhm. Aber in manchen Sachen denkst du dir dann auch so, eigentlich wäre es schon gut, wenn ein Vater jetzt da wäre und dir das erklären würde, aber ja, es ist halt so, wie es ist. Wo ich auch diese ganzen Sachen zugelassen habe, mit dem ganzen Tod von meinem Vater und alles drumherum, habe ich mich dann komplett mit der Materie, sag ich mal, erstes Mal so, sag ich mal, auch beschäftigt, so richtig. So davor war es immer nur so, ja, man redet darüber, man erzählt so ein bisschen und so, aber es ist nie so richtig. Mhm. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man dann dementsprechend auch so das Ganze zulässt und auch merkt, was hat dein Vater eigentlich zu dir gesagt. So, und dann fragst du dich auch, okay, was ist dein Standpunkt, wie bist du jetzt? So, wo kannst du helfen, wo hast du nicht geholfen? Weißt du, du reflektierst alles und merkst dann, okay, da muss ich was ändern. Und so war es auch dann dementsprechend bei mir bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber ich muss auch sagen, es hat auch sehr lange gedauert. So, ich glaube, das kannst du ja selber auch, auch dann bestätigen, dass es auch sehr lange bei mir gedauert hat, bis man dann irgendwann mal auch realisiert hat, okay, so und so, so und so. Und ich finde einfach, bin ich auf einem guten Weg. Ich glaube, du bist ja ähnlich auf einem guten Weg, das Ganze, sag ich mal, auch abzuschließen, zu sagen, okay, ey, das ist ein Punkt, was mich mein Leben lang verfolgt hat und jetzt ist ein Punkt, wo ich abschließe und nach vorne und die nächsten Steps in meinem Leben gehe, verstehst du? Weil wir sind gesegnet, so, und das brauche ich niemandem zu beweisen, das brauche ich niemandem zu sagen oder keine Ahnung, was ist, muss ich, das fühle ich bei mir, in mir selber, dass wir gesegnet sind, weil wenn wir nicht gesegnet sind, werden wir nicht hier stehen, so, und diese ganze Story aufgreifen und so. Und ich danke dir erstmal dafür, dass du hierher gekommen bist, weil du nicht die Person bist, die an sich eigentlich hier vor der Kamera steht. Deswegen erstmal Dankeschön an dir, dass du dir Zeit genommen hast und auch den Mut und auch hierher zu kommen, weil ich kenne dich. Und ja, Mann. Ja, auf danke jeden Fall. Danke dir. Und eine Sache habe ich noch, bevor wir jetzt zum Ende kommen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt bis zu dem Zeitpunkt, schreibt mir einfach in den Kommentaren. Was hast du in deinem Umfeld, sag ich mal, gemerkt in dieser Zeit, 17 Jahre lang?
ich glaube, jetzt kannst du jetzt so mehr reflektieren über, wie dein Umfeld war. Wir haben ja damals Tante Belinda angesprochen, die da war. Es gibt noch ein, zwei andere Leute, die da waren, wie zum Beispiel Oma Mary, rest in peace, die immer für uns da war. Ich kann mich noch an Gloria erinnern, die uns immer wieder abgeholt hat, an Dora, die mich persönlich, wenn ich die getroffen habe, die hat damals, glaube ich, bei Footlocker oder bei Snacks gearbeitet, mich dahin gebracht hat und hier kommt Klamotten gegeben hat und so. Ja, Mann, das waren schon Leute, und ich kann noch einige Namen sagen, aber das sind diese Leute, die mir jetzt gerade im Kopf reinfallen. So einige Leute, die da waren, wo man wirklich die Liebe gemerkt hat, so. Auch Tante Belinda auf jeden Fall. Krass. Und wie war das bei dir? Ich muss ehrlich sagen, dass... Warte mal, bevor du weitergehst. Und eine Person will ich nicht weglassen, der auch von uns gegangen ist. Onkel Hakwesi. Ja, der auch von uns gegangen ist, der auch immer wieder da für uns war, für die Familie da war. Wenn er uns gesehen hat, Geld gegeben hat, weißt du nicht, dass wir gefragt haben, aber einfach aus Geste ja, gegeben hat und so. Und einfach auch gezeigt hat, dass er ein guter und einer der besten Freunde von meinem Vater war. Das hat man einfach auch im Nachhinein gemerkt. Man hat auch im Nachhinein gemerkt, wer Freunde wirklich sind. So, und das hast du bei denen wirklich gemerkt, auch wenn du die ganzen Videos guckst und so. Wenn du siehst, wer gegangen ist, wer alles noch da war, wer alles noch gewisse Sachen gemacht hat, geguckt hat, wer, ob es den Kindern gut geht und so. Das hast du alles gemerkt, oder? Hat man ja gemerkt, wer da alles da war und wer alles nicht da war und so. Ja. Und kannst du ja mal was dazu sagen? Also, ich meine, man braucht es jetzt hier nicht an die große Glocke zu hängen. Ja. Wir wissen selbst, wer für uns in der Zeit da war. Ja. Und ich meine, wir sind Gott dankbar, dass die Leute für uns, weil es ist nicht einfach, aber dass man sich einfach denkt, dass die Leute sich Zeit genommen haben und einfach für uns da waren, für hilflose Leute, wir waren hilflos, aber die sich Zeit genommen haben und einfach gesagt haben, nein, wir müssen denen helfen, wir müssen denen beistehen für die Zeit, also... Ich werde die Leute bis heute nicht vergessen. Und ich weiß, wer die Leute sind. Ja, ich habe es mit Namen angesprochen, weil die für mich im Kopf waren. Und ich will einfach nur mal Danke zu diesen Leuten sagen, die ich das angesprochen habe. Wenn ihr das seht, auf jeden Fall danke. Wir haben euch nicht vergessen. Und wie gesagt, ich habe auch einige Namen noch im Kopf, so die da waren und so. Yeah. Aber ich werde jetzt nicht alles aufzählen. Aber We know them. Genau. Und wie gesagt, aber ich sag dir ehrlich, ich bin auch von einigen Leuten dann auch enttäuscht. Natürlich bist du enttäuscht, weil wir denken... Also wenn man erwachsen wird, wenn man noch mehr erwachsen wird... Wir werden erwachsen, wir wissen, wer ist. Natürlich, wenn du dir dann denkst, okay, jetzt hörst du ein bisschen mehr von der Person, aber wo war denn die Person, wo ich jünger war als wie du? Wo warst du? Na? Aber end of the day, du musst wissen, jeder hat seine eigenen Probleme. Ja, das muss man nicht vergessen. Jeder ist sein eigener Mensch. Du weißt, jeder ist sein eigener Mensch. So, end of the day. Wir sind einfach nur dankbar an den Leuten, die uns beigestanden sind, die uns geholfen haben als Familie. Und das war's. Ja, wie es einer gesagt hat, King Jermaine hat gesagt, Menschen sind Mensch. Und jeder hat seine eigenen Probleme. Und also. Ja, man hat es gesehen, man kann den Leuten verzeihen, das heißt verzeihen, aber man kann sagen, okay, man kann den handschütteln, aber vergessen wird man nicht, genau. Und das ist so bei mir so der Fall, dass immer wenn ich was gestartet habe, habe ich die Leute nicht vergessen, die mich supportet haben und die für mich da waren. So. Ja. So, und die Leute, die das nur angucken, und ja, die sehe ich auch. Ja. So. Klar tut es weh. Und das Thema hatten wir auch gerade eben gehabt. Na klar, tut es weh, aber ich bin mein eigener Mensch und ich mache das, was mir gefällt und was ich für richtig halte. Und sobald meine Familie, und so bin ich aufgewachsen, sobald du, Dirich und meine Mutter damit einverstanden sind, dann gehe ich damit so. Und das sind die drei Leute. Die drei Leute hatte ich mein ganzes Leben lang. So, weißt du, was ich meine?
Und egal wie das mit, egal in welcher Phase wir waren, Ups and Downs, dies, das, diese Leute waren da, weißt du? Und wir selber wissen, wie wir miteinander waren und wie wir miteinander jetzt sind. Ja. Und also ich kann es nur sagen, wir hatten wirklich einen langen Weg gehabt. Oh, so. Ja. Und das auch ohne Vater und so. Und ich kann nur sagen, Dank den Herrn und natürlich ja. The Queen of the Queens. Of Queen of the Queens. Our mother? Ja, natürlich. Nana Masewa Nyaso, we love you so much because, hallo, ohne dich. Ohne dich wären wir jetzt auch nicht hier. Ohne dich hätte ich auch das Ganze nicht gestartet, sage ich dir natürlich. Mal ganz ehrlich. So, ohne dich wäre vieles nicht gewesen. So. Aber ich kann auch einfach sagen, sie hat einfach. Ja, sie wird auch hier dabei sein. Und auch nochmal. Ja, und macht euch auch was gefasst, weil ja, sie hat uns aufgezogen, wo sie selber noch jung war. So. Ja. Und wir danken den Herrn. Ich kann einfach den Herrn danken. Den Herrn auf jeden Fall. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Danke dir. Wir hätten auf jeden Fall noch mehr talken können. Mehr talken können. Ja, noch mehr talken können und so. Yeah. Aber ja, Mann, wir lassen es mal bei dem. Yeah. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, falls ihr irgendwas noch von ihr wissen wollt, schreibt es mir. Ich zeige es ihr dann und dann kann sie selber beantworten, euch selber anschreiben oder keine Ahnung was. Wenn ihr irgendwie einen Tipp braucht, sie ist da. Und ansonsten, was willst du noch sagen? Zum Abschluss will ich auf jeden Fall jedem sagen, especially to the youth. If you're out there, do your thing. Mach, was immer du auch in deinen Augen hast, wo du weißt, du hast dein Ziel gesetzt und das wirst du durchziehen, mach das. Guck nicht nach links, guck nicht nach rechts. Zieh das durch. Und sei einfach 100% sicher, dass das, was du dir vorgesetzt hast, dass auch das zu 100% geschehen wird. Solange du weißt, dass du einen Herrn da oben hast, der auf dich hinabschaut und auf dich aufpasst, musst du zu 100% sicher sein, dass du alles auf dieser Welt schaffen wirst. Und ich will einfach nur, dass ihr da draußen wisst, dass die Welt, die wir hier sehen, ist alles pipapo, schön, you get lit and all of that, but you need to know that the world that we live in is actually small. Yeah. You need to be, sei einfach du selbst, hab ein gutes Herz, hab ein gutes Herz, weil das ist das Einzige, was ich weiß 100%, das wird dich in dieser Welt retten, weil es geht um meinen Vater, wenn es eine gute Situation gibt, wo ich sagen kann, Leute werden meinen Vater für immer in den Gedanken kommen, weiß ich, dass Leute sagen werden, ja, mein Vater war ein guter Mensch, er hat ein gutes Herz gehabt. Und ich will einfach, dass unsere Generation da draußen weiß, dass egal was du machst, hab ein gutes Herz. Wenn du irgendwas machst, mach es aus all deiner Kraft und all deiner Liebe, die du in deinem Herzen hast, weil ansonsten ist es a waste. It's just a waste. So, just make sure that you do everything with love. One love. One love.